Auto Scout24 präsentieren wir euch vom diesjährigen Automobilsalon die Highlights. Automobile Neuheiten und die steilsten Schlitten. Wir sind jetzt hier auf dem Stand von Ford. Ford Mustang Bullet in Anlehnung an den weltbekannten Film Bullet mit dem Steve McQueen, die Verfolgungsjagd durch die Stadt durch. Eine richtige Tradition, eine richtige Ära. Mal schauen, ob das Fahrzeug hier anhängen kann. Die Farbe passt ja schon mal. Das traditionsreiche Grün ist auch im neuen Fahrzeug erhältlich und auch in Schwarz. Motor mit 464 PS und 530 Newtonmeter, ein richtiges Muscle Car, auch das passt. Aussehen ist auch schon mal so weit ganz gut. Schauen wir mal, wie es von innen aussieht. Ja, es ist halt ein modernes Auto. Ich meine, es ist nicht alles wirklich so mit der Patina wie beim alten Fahrzeug. Aber es ist durchaus sehr schön angerichtet. Es hat viele neue Sachen. So einen schönen klassischen Schaltknauf. Auch das passt. Es gibt ein automatisches Zwischengas beim Abschalten, das also richtig Motorensound V8 bringt. Sicher eine coole Sache. Die Musikanlage auch sensationell da drinnen anscheinend. Ich meine, der normale Ford Mustang GT kostet etwa 50'000 Franken. Das erste Auto vom Bullet ist versteigert worden für 300'000 Dollar. Das würde ich persönlich jetzt nicht unbedingt zahlen für das Auto. Aber es ist für einen guten Zweck gespendet worden. Insofern sehr eine interessante Sache. Ja, eine richtige Tradition. Ob das Fahrzeug an die Tradition noch anhängen kann, wissen wir noch nicht. Mir persönlich fehlt noch so ein bisschen, weißt, der richtige Leder-Touch, so die Patina. Aber in 30 Jahren denken wir wahrscheinlich anders über das Auto. Sicher eine tolle Sache. Zum cool aussehen, hängt es auf jeden Fall. Wenn ihr mehr sehen vom diesjährigen Automobilsalon, geht ins Magazin von autoscout24.ch.